Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Dream Team Brothers hier bei Crash Body Freak 89. Eine weitere Traumzone im Schlummerstrand steht uns bevor, nachdem wir im letzten Part hier einen ziemlichen Nerd von Seelin getroffen haben und von ihm auch das Traumei bekommen. Geht es nun bei dieser Traumzone weiter? Was für ein Seeling wird uns dieses Mal erwarten? Das sehen wir hier und jetzt. Zuerst mal müssen wir auch zu ihm vordringen. Höchstwahrscheinlich werden wir jetzt in dieser Traumzone auch zum ersten Mal, Traumgegner vom Schlummerstrand, Traumgegner vom Schlummerstrand treffen. Natürlich. Bam. Das sehen aus wie wieder diese ersten Gegner aus, diese Schlummerdinger. Wow. Aha, man kann also schon mehrere von ihnen, wow, kaputt machen. Krasse Kacke. Ja, schau mal an, wie viel wir da schon aufgeräumt haben. Aber mit dem Hammer müssen wir auch ihnen den Rest geben. Also allzu schwer scheinen sie diesmal nicht zu sein. Was haben die jetzt dieses Mal vor? Ach komm, ist das alles? Lame. Ich zeig euch eine Attacke, die sich gewaschen hat. Bam. Und tschüss, Lutscher. Geht sterben. Aber diesmal sind die nicht ganz so hart wie andere Gegner, die ich von früher noch kannte. Aber das wird sich bestimmt noch ändern. Vielleicht kommen da jetzt bestimmt ganz harte Brocken dazu. Ich meine, ich habe jetzt einmal dazwischen gefehlt. Nee, oder? Lucky Two! Das gibt's ja wohl nicht. Was will der Spacko hier? Oh, ach du Scheiße. Ah, wir sind alle auf dem Rücken, das ist geil. Und Lakito im Hintergrund. Bam. Wow, das ist sogar ein toll. Also ein Autsch. Wenn sie auf dem Rücken liegen. Danke. Ah, verdammt. Ich muss aufpassen. Den schicke ich wieder zurück zum Absender. Bam. Wow, der lässt sich aber leicht erledigen. Was ist jetzt? Ah. Verstehe. Ach, das nenne ich mal eine geile Aktion. Bam. Damit können wir alle auf einmal wieder wegschicken. Also da können wir die ganzen wieder sonst wohin schicken. Aber ich schätze mal, ich sollte sie eher mit einem Hammer angreifen. Und sie alle den Rücken legen. Naja, das sind wieder mal nicht alle auf den Rücken gelegt worden. Aber der Konter, den finde ich geil. Einfach wieder zurück auf die ganzen Spackos schicken. Ah, komm mal her, kleiner Bams. Und ihr... Ah, verkackt. Achso, die hätte ich von der Seite... Oh man, das war Fail vom Feinsten. Jetzt reicht mir aber mit euch blöden Stachis. Ich sollte wirklich aufpassen, dass ich nur auf die springe, die was, keinen Panzerschutz haben. Autsch. Und die anderen, die muss man einfach im Rücken umlegen. Also die sind jetzt ganz schön zäh. Leider. So. Nein! Verdammt. Das ging schief. Jetzt reizt mir aber. Kommt. Verpieselt euch endlich, ihr blöden Viecher. Mann. Einer noch da. Na toll. Der will es auch noch wissen. Na schön. Dann mach die Biege, mein Freund, wollte ich gerade sagen. So. Oha, aber die geben schon ordentlich Erfahrungspunkte. Also wenn ich den Lakito besiegt habe, aber da ist der noch nicht down. Aber jetzt ist er... Also jetzt wird er gleich down sein. Burns. Ah, mit einem Sprung? Das ist wirklich deren Schwachstelle. Merke ich schon. What the F? Hä? Oh! Ach, ich verstehe. Da gibt es welche, die springen und welche... Ah, darauf hätte ich achten müssen. Okay. Ich sage ja nichts mehr über die Gegner. Den Traumhammer müsste ich mal versuchen, aber der ist wirklich schwer auszuführen. Ich hoffe, dass ich den packe. So, dann mal los. Mit B spammen dann die ganze Zeit. Und das Gleichgewicht halten. Mann, das ist echt nicht leicht. Alter, was? Ich drück doch die ganze Zeit dagegen. Mann, ey. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, verdammt. Das ist echt scheiße. Da springen.
Ah, Mann! Ja, ich verkack's ja ständig. Versuch ihn noch einmal mit deinem Traumhammer, aber das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Ich versuche ja ständig, das Gleichgewicht zu halten. Aber irgendwie will das nicht richtig hinhauen. Yes. Einfach in Bewegung bleiben, einfach in Bewegung bleiben, einfach in Bewegung bleiben. Komm, komm, komm. Yes. Und... Tschabum! Yes! Das hat massig Schaden gemacht. Aber dafür verpisst sich Lakito, das darf natürlich nicht sein. Komm zurück, du feige Spaten! Na, wehe, wenn der jetzt nicht mehr auf dem Feld ist. Na, tatsächlich. Den hätte ich wirklich in den Vordergrund holen sollen. Oder angreifen lassen sollen zumindest. Oh! Der hätte jetzt ausgesehen, als wäre er im Hintergrund, aber es ist ein Gegner. Alle Mann! Angriff! Wie Soldatenoffiziere? Gar nicht schlecht. Wie nennt man diese Gegner nochmal? Traumling. Ja, Traumling. Das ist ein Traumling im Rot. Okay. Sollte ich Traumsprung einsetzen? Ja, ich schätze mal, normale Attacken tun es auch. So. Bams und Tschüss, Lutscher. Dadurch kann ich auch noch einen Haufen erledigen. Obwohl, vielleicht nützt der Traumhammer eher schon mehr. Boah, da kann ich ja ordentlich aufräumen hier. Schau einen an, so schnell kann man die Gegner fertig kriegen. So, noch einen Traumhammer für den Abschluss, weil der greift ja wirklich jeden Gegner an, wie wir es ja alle schon wissen. So, nur noch ein Anführer und ein kleiner. Jetzt holt er sich Verstärkung, natürlich. Was hast du dir so gedacht, so? Ach nee, noch einer übrig, verdammt, bitte bleib da. Ja, bleib da, mein Freund. Ich brauch dich ja noch für die Erfahrungspunkte. Und tschüss. So, das wär's. Ohne Schienen dran. Mann, was soll das bedeuten? Ach egal, scheiß drauf. Naja, sonderlich viel kriegt man für die nicht. Da ist Lakito schon weitaus härter. Aha, ey. Verdammt. Den wollte ich eigentlich attackieren. Den muss ich mit dem Sportball herholen. Und ich habe leider keine mehr, oder? Ich habe jetzt, glaube ich... Mann, ich bin so blöd. Ich habe wahrscheinlich wirklich alle verkauft. Nein, bleibt in einer Reihe. Scheiße. Boah, die hätte ich jetzt alle auf einmal bashen können. Ich muss den richtigen Moment finden. Jetzt! Ja! Yeah. Voll erwischt. Danny, die nächsten bitte. Nein! Verkackt. Ja, nee, das ist unfair. Beide von beiden Seiten, beide auf einmal. Nee. Habe ich überhaupt einen Sportball? Ja, 5 habe ich noch. Okay. Lakito, komm gefälligst her, du feige Sparko. So. Bam. Gib mir lieber Pilze, Mann. Nee, der will nicht. Der will lieber sterben. Von mir aus. Soll er ruhig. Ach, kacke, dieser Angriff hasse ich doch. What the F? Boah, bin kurz vom Abkratzen, Mann! Alter! Es wird Zeit, dass ich mich heile, aber ernsthaft. Zeit für einen Ultra-Pilz. Ja, ich muss mich wirklich noch erst an diese Angriffe gewöhnen, ey. Das müsst ihr verstehen, dass ich da ein bisschen verkacke anfangs noch. Alter Schwede, ey! Übertreiben kann man es auch. Ah, die kann man nicht ausweichen? Da muss ich wirklich über die springen. Mein Gott, das ist echt scheiße. Das ist echt... Boah. Krass. Jetzt reicht's aber. Kommt, geht. Alle mal verrecken. Ja, ja. Nein, jetzt drehen sich einige wieder um. Das ist sowas von typisch. Das war sowas von typisch. Aber der Angriff ist nicht ganz so schwierig. Wie die langsam auf einem zugewatschelt kommen. Geh sterben, Mann. So, jetzt nur noch die was am Rücken liegen. Die kann ich mal als erstes vornehmen, weil die sind ohnehin gegen Sprünge. Was zur Hölle? Ich muss das Timing wieder verkackt haben. Das kann nicht wahr sein. Ach, kommt. Geht doch mal. Oh, nein! So, wenigstens bin ich den auch los. Und das Geschenk steht noch da. Aber ich dachte schon, den einen habe ich nicht erwischt.
Super Bonbon. Okay, das ist geil. So. Hier. Ah, perfekt. Mit den Orden konnte ich sie noch erledigen. Dankeschön. Was es ohne Schienen zu bedeuten hat, weiß ich echt nicht. Ah, ist egal, ist egal. Aber ich merke schon, die Gegner sind jetzt wirklich um einiges härter. Es geht also jetzt richtig zur Sache. Und das nicht so knapp. Aber bin ich froh, dass da wieder so eine richtige Challenge geboten wird. Vor allem, wenn jetzt die Gegner wieder neue Taktiken erfordern, ist immer klar, weil man muss sich erstmal die Taktiken ansehen, bevor man weiß, wie es jetzt gehen soll, wie man jetzt gegen diese Gegner vorangehen soll. Bums. Hier sind ja noch easy peasy. Ja, obwohl, wenn ich das jetzt sage, kriege ich wahrscheinlich jetzt noch einen auf die Nase. So. So, ihr kleinen Spackos. Ihr wollt alle sterben? Von mir aus könnt ihr haben! Bam! Schön ausgenockt, die erste Reihe. Ah, wieder der Kack. Wow, aber die werden dann immer schneller. Vor allem, wenn sie ziemlich nah beieinander sind. Sind sie nicht einfach, auszukontern? So. Ah, perfekt. Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, dass der auch noch flieht. Nein, nein. Du kommst mir nicht davon. So. Das wär's. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Wir müssen ja noch den Zerling finden. Aber wahrscheinlich bekommen wir wieder ein Level up. Möglicherweise sogar eine Rangerhöhung. Ich weiß ja nicht, ab wie viel Level sich jedes Mal die Ränge erhöhen. Oh Mann. Schade, kein Erstangriff. Aber egal. Die können mir eh nicht so besonders gefährlich werden. Ich will ja schon alle mit einem Konterangriff erwischen. So, möglichst alle, würde ich sagen. Sollte ich es mal mit einem Traumsprung wieder versuchen? Weil mit einer Paar-Attacke müsste es eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Müsste ich es eigentlich noch schneller hinbekommen. So. Gut. Jawohl. Yes. Okay, vielleicht schaffe ich diesmal einen perfekten Turm. Ja. Ja. Nur noch eine? Yes, das ist ein perfekter Turm. Ah, doch nicht, weil da fahren einige Luigis runter, aber das ist auch schon alles. Ach, schade, da bleiben immer noch viel zu viele übrig. Aber wenigstens gehen schon einige dabei drauf. Ja. Oh, die kleinen Türme sind besonders schnell. Da muss man schon darauf achten, dass man möglichst darauf achtet, sie alle zu kontern. So. Nur noch diese beiden Spackos hier. Die können uns gar nichts. Na je, wie knuffig. Eieiei. Oh verdammt, jetzt wo der Anführer weg ist, dann fliehen sie nicht. Dann haben sie natürlich Schiss, die Kleinen. Aber das löst ihnen nichts. Ich kenne keine Gnade. Ich brauche jeden einzelnen EP-Punkt. Ich bin gierig nach EP. So, Level Up für Mario 24. Heißt es auch Rangerhöhung? Nein, leider nicht. Schade, Schokolade, aber was soll's. Ich mal zur Abwechslung wieder die Angriffskraft. Ach nein, Blödsinn, beim Bart. Ach Moment, Luigi ist eigentlich beim Bart niedriger als Mario. Na gut, die Angriffskraft wird erhöht. Da gibt's jede Menge Vierer dazwischen. Ah, hier habe ich aber nur eine 3, Mann. Dann hätte ich jetzt 100 Standardangriffskraft von 100 gehabt. Okay, kann nicht alles haben auf der Welt. Ich glaube, dafür brauche ich einen Schalter. Den man hier... Achso, nein. Das ist bloß eine Itembox. Und natürlich darf Lakito nicht fehlen. Die größte Nervensäge der Videospielgeschichte unter den Mario-Kartchen. Ja, bleib schön da unten. Yes. Vor allem sind ja auch diese ganzen... Bams. Viecher hier empfindlich gegenüber Sprungattacken. Natürlich verpisst er sich wieder in den Hintergrund, ist klar. Komm, du bleibst jetzt bitte schön hier. So, komm her mal, mein Freund. Hier. Ja, der wirft mir wieder einen Pilz zu. Dankeschön. Danke, brauche ich eh. Wow, das wäre beinahe zu spät gewesen.
So, was ist mit euch? Okay. Da. Ups. Au, da habe ich mich... Ei. Boah, das ist echt nicht einfach. Echt nicht einfach, Mann. Ich mein, wie soll man denn bitte schön genau die Reihenfolge merken, die was springen, die was nicht... What the F? Gleich alle auf einmal gekillt. Krass. Also entweder liegt es an der höheren Angriffskraft bei den Level Up oder... Ja. Ich glaube eher daran, weil ich ja auch einen guten Erstangriff gelandet bin, weil sie sind ja gegen Sprünge empfindlich. Aber auch nur, wenn sie im Rücken liegen oder wenn man einen Erstangriff mit ihnen schafft. Was bist du für einer? Oh, ein Publikum, immer reinspaziert, Freunde. Noch so ein Verrückter oder was? Was willst du denn dieses Mal? Das sieht aus wie Professor Igitt. Ja, gut, das sind die Frisur und die Brille. Ja, das like Professor Igitt. Also wir sind hier wegen des Traumeis. Das Traumei. Das habe ich, so war ich Sebastian heiße. Aber wenn wir schon in Eiern reden, von Eiern reden, er ist ja doch sicher hungrig, oder? Nein, danke, wir haben keinen Kohl. Ah, verstehe, mit keine Eier. Vorzug eher was mit Pilzen, ja? Schade, schade, hab gerade für mein Spezialpilzgericht da. Wir haben keinen Hunger, mein Freund. Für meine super leckere Fußpilzpfanne. Fußpilz! Bäh! Fußpilzpfanne klingt ganz schön abartig, oder? Ach so, das sollte ein Witz werden. Ha, 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 ich lach mich tot, Mann. Aber ist auch egal, oder? Witzig ist auf jeden Fall, oder? Ich wusste, es sollte ein Witz darstellen. Oh Gott. Mann. Wir haben jetzt keine Zeit für Witze. Oh Mann, ihr seid echt ein hartes Publikum. Ihr dürft ruhig applaudieren oder so. Wenn wir keine Lust darauf haben, weil dein Witz grottig war. Echt? Als ich eure Spitzenwerte gesehen habe, dachte ich, ihr mögt sich ja auch meine Spitzenwitze. Na gut, egal, aber sagt mal, ihr mögt uns Seelinge wohl sehr, oder? Schon. Na dann wisst ihr sicher auch, dass... Wieso heißen wir eigentlich Seelinge? Das hat einen einfachen Grund. Wir sind alle sehr große Schlingel. Ich lache jetzt gerade nicht über seinen Witz, sondern... Darüber, was für ein Honk der ist. Glaubt ihr wirklich, der hat das Zeug zum Komiker? Was? Nee. Nee, oder? Luigi lacht darüber? Bei dem hat's Klick gemacht. Der versteht mich. Du hast den Witz kapiert, Mann, oder? Och, nee. Echt ein war? Einer meiner liebsten Witze. Auch wenn das bei der Pointer schon ziemlich stört. Aber wartet ab, ich hab noch einen. Der wird euch umhaben, garantiert. Alter, wir haben keine Zeit für deine schlechten Witze, Mann! Ich glaube, das würde jetzt auch Mario sagen. Was? Ihr wollt lieber etwas über das Traumei hören als meine Witze? Ja, wir wollen das Traumei haben, Mann. Gib es uns endlich. Na gut, verstehe. Ganz schön abgebrüht. Na egal, bitteschön. Hoffentlich gibt es uns jetzt endlich mal. Mann, wurde auch Zeit. Endlich. Das zweite Traumei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele noch fehlen, aber wahrscheinlich fehlt uns nur noch ein einziges. Und Luigi lacht natürlich wieder beim Schlafen. Also gut, auf zur nächsten Traumzone. Suchen wir nach dem nächsten Seeling. Was denn noch? Und ihr wollt das Traumei verwenden, um Peach zu verstecken, richtig? Na dann, Augen auf beim Eierlauf. Wäre doch schade, wenn es kaputt geht. Ihr werdet das Ding schon schaukeln. Schließlich seid ihr im Namen Majestät unterwegs. Ist doch so, oder? Man sollte eine Dame immer wie eine Prinzessin behandeln. Meine Frau zum Beispiel, als ich um ihre Hand handelte, sagte ich zu ihr, ich werde dich sehr, sehr glücklich machen. Wirklich. Was? Na hört mal, zwei Seelinge heiraten, das würde ich einen sehr, sehr doch nur an, oder? Voll Horst. Nein, keine Reaktion, Jungs. Ihr müsst unbedingt lockerer werden. Zumindest in der Traumwelt solltet ihr euch entspannen. Und noch etwas.
Witze sind wie Käse, ja? Die, die am meisten stinken, sind oft die allerbesten. Der Typ ist eher Käse, Mann. Oh Gott. Ah. Möchtegang, also ein Nerd, ein Möchtegang-Komiker, was kommt als nächstes? Ein Schauspieler oder was? Die sind ja alle ganz schön, naja, crazy, möchte ich behaupten, aber egal. Sorry, Leute. Aber ist schon irgendwie geil gemacht, was sich da Nintendo einfallen lassen hat. Wie viel sie da schon eingebracht hat. Ich meine, aber ich muss ehrlich sagen, mich wundert es schon, dass sie das Spiel dieses Mal so lang gemacht haben, weil wenn ich an den früheren Mario & Luigi-Teile denke, die waren noch nicht mal halb so lang. Kann man sogar durch das Loch durch, oder sehe ich das falsch? Nee. Sah nur so aus. Jetzt könnte man da durch. Oh, sorry, Leute. So, gehen wir erstmal da lang, weil da gibt's noch ein weiteres Traumfall. Oh, noch ein Gegner? Moment, diese Gegner sind in der Karte aufgezeichnet. Wie kommt es, dass ich da den Gegner übersehen habe, Mann? Ach, scheiß drauf. Ich sag schon wieder Traumfragment. Hier, das Attackenfragment. Nur noch zwei fehlen, Mann. Ich muss mal kurz auf die Map achten. Oh, bei dem Gebiet, wo ein Speicherblock ist, da befindet sich noch eins. Aber da kommen wir so noch nicht hin. Also dann müssen wir auf die andere Seite. Ich glaube, da befindet sich entweder dort oder hier oben befindet sich das... Ich weiß nicht, wie viele Traumeier schon wieder benötigt werden. Ach so! Bei diesem Gebiet konnten wir noch nicht weiter. Jetzt kapiere ich das erst, weil wir waren da eigentlich schon, aber diese Felswand hat uns blockiert, die wir höchstens mit einem Hochsprung überspringen könnten. Bam. Doing. Hab schon verstanden. Ja, ich bin jetzt kurz verwirrt gewesen, weil diese Gegend ist ja schon auf der Karte verzeichnet gewesen. Da dachte ich, what the F? Aber jetzt ist mir erst wieder, jetzt bin ich erst wieder darauf gekommen, dass es sich hierbei nur um ein Gebiet handelt, was wir eh schon besucht haben. Aber die Felswand hat diesen Zugang hier uns noch verwehrt. Möchte ich meinen. So, Luigi Level Up. Und er bekommt einen Verteidigungsschub und baut... Ich würde eher sagen Verteidigungsschub. Oh, da gibt es wieder fünf dazwischen. Ah, warum erwische ich die nie? Egal. Immerhin hat der Luigi wahrscheinlich wieder die höhere Defense. Gehört sich auch so. So. Dann gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Also, wenn ich richtig sehe, ein weiteres Attackenfragment ist ja noch da unten irgendwo, müssten wir noch lang. Weil das hier ist ja wieder der Anfangsbereich, wo wir uns gerade befinden. Und hier lang geht's ja wieder zum Hotel. Zum Geschäft. Genau, das war es eigentlich. Also, wir müssen dann auf die andere Seite gehen. Jetzt habe ich auch wieder die Orientierung, Jetzt habe ich auch endlich wieder die Orientierung bekommen. Also jetzt habe ich wieder meine Orientierung zurückbekommen. Ich wollte da jetzt eigentlich einkaufen gehen, Mann. Kann ich hier vielleicht ein Queso Latte bekommen? Nee, kann ich nicht. Weil ich wollte mich ein bisschen heilen. Aber okay, was soll's. Dann gehen wir erstmal weiter. Ja, sorry, ich wollte mich nur kurz gucken, ob ich noch irgendwo ein Queso Latte bekommen könnte, um mich ein bisschen zu heilen. Aber jetzt müssen wir erstmal weiter. Dort, wo wir die erste Traumzone aufgesucht haben, dort müssen wir jetzt auf die andere Seite, weil dort waren wir auch noch nicht. Und dort befindet sich auch noch ein Attackenfragment, aber das kommen wir nur ran, wenn wir wahrscheinlich von der anderen Seite hier hingehen. Da fehlen uns wirklich jetzt nur noch zwei Attacken. Da fehlt uns danach nur noch ein Attackenmoment. Warte, ich dachte, den Flagger hätte ich schon gebasht. Was soll das? Die ganzen Gegner sind wieder da? Was soll denn der Käse? Nee, oder?
Also hier ist keiner, aber... Auf der anderen Seite ist noch ein... Ist wieder ein Fly Guy am Start. Was, sind wieder die Fly Guys am Start? Warte, F? Also immer stimmt da doch ganz und gar nicht. Komm runter, du Spast. Komm her. Jawohl. Was? Hat sich aus, hat aber so ausgesehen, als hätte ich ihn mit dem Hammer getroffen. Ach, naja. Ist egal. Da wir jetzt ohnehin etwas stärker sind, dürfen diese Spasten weniger uns weniger Probleme nun bereiten. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir mit einer Attacke einen Flagger besiegen können. Nee, vollkommen möglich. Das wird sich niemals ergeben. Aber immerhin, ja, der Angriffsschub ist deutlich. Also, die Level-Ups haben sie... Ah, verdammte Kacke! Wenn ich einmal nicht aufpasse... Oh, ich hab mich da wieder ablenken lassen. Puh, ich sollte mich da besser konzentrieren. Ich weiß ja, wie man bei dieser Attacke kontern kann und ausweichen kann. Wenn der Goomba zuerst rennt, sollte man springen. Aber wenn der Fly Guy zuerst fliegt, dann sollte man kurz warten und dann erst springen. Aber das verpeile ich immer so oft. Aber egal. Besiegen wir jetzt nochmal schnell diese beiden Lappen hier. Weil der Akkumais 3DS lässt langsam nach, deshalb werde ich jetzt schon... Ja, halt's Maul und lass mich weiterzocken. Jetzt hier mal zur Sicherheit speichern. Da ist die Speicherfunktion. Die ist immer nur auf dem Touchscreen verfügbar. Wahrscheinlich gibt es deshalb nur die Blöcke, wenn man kurz mal den Touchscreen nicht verwenden kann. Obwohl, manche Aktionen kann man auch nur mit dem Touchscreen ausführen. Wie also bitteschön soll man dann ohne Touchscreen zurechtkommen? Frage ich mich jetzt gerade. Nee, mal ernsthaft, ich finde es immer noch unnötig. Ich kann immer noch sagen, dass ich es völlig... Dass ich diese Speicherblöcke unnötig finde, aber total. So. Jetzt habe ich mal endlich speichern können und jetzt... Oh, warum schaffe ich es nicht so... Schaffe ich den Erstangriff nicht? Ach, egal. Ich würde jetzt vorschlagen, nachdem wir den jetzt endlich mal gebasht haben, beenden wir diesen Part. Weil dann geht's weiter. Da suchen wir jetzt wahrscheinlich nach dem letzten Zierling. Den wahrscheinlich letzten. Damit wir dann endlich auch das letzte Trauma bekommen können und die Traumzone erweitern. Und auch damit auch die Traumzone bei... Vom Schlummerstrand, also die Haupttraumzone, wo sich Peach versteckt hält, erweitern können. Aber bestimmt wird sich irgendwas in den Weg stellen, was uns daran hindern möchte. Oder irgendwas Großes fürs Zukommen oder noch schlimmer Bowser und dann Tasma verschafft sich trotzdem Zutritt in die Traumzone und holen sich Peach. Vor allem durch den Traumstein können sie sich ja wünschen. Dass Peach in die Traumzone gelangt. Okay, jetzt beende ich mal den Part. Wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash4DFreak89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.